B2.2. Punkte BN auf der Strecke SN mit PNS in Abhängigkeit von x gleich x Zentimeter mit x Element reelle Zahlen und x Element von 0 bis 13,5 sind die Spitzen von Pyramiden BCM PN. Punkte FN sind die Fußpunkte der Pyramidenhöhen PN FN. Zeichnen Sie für x gleich 5 die Pyramide BCM P1 zusammen mit ihrer Höhe P1 F1 in das Schrägbild zu B2.1 ein. Berechnen Sie sodann das Maß des Winkels SP1M. Gehen wir noch einmal durch, was diese ganzen Angaben heißen. Punkte PN auf der Strecke SN. Hier haben wir unsere Strecke SN, also da irgendwo drauf sind die Punkte PN zu finden. Die Länge der Strecke PNS ist x cm lang, also wenn ich von S aus 5, x cm abmesse, dann liege ich hier irgendwo auf dem Punkt P. Weiter heißt es, die Punkte P sind Spitzen von Pyramiden BCMPN. Schauen wir uns das noch an. Hier haben wir BCM als Grundfläche und dann hier irgendwo noch P1 als Spitze dazu. Oder PN in dem Fall. So, weiter heißt es noch, Punkte FN sind die Fußpunkte der Pyramidenhöhe PNFN. Pyramidenhöhen heißt, wenn ich meine Spitze habe und ich senkrecht nach unten gehe, das ist meine Höhe. Und der Punkt, den ich hier unten erhalte, ist dann mein Fußpunkt zu dieser Höhe. Soweit zu den Angaben. Jetzt heißt es hier, zeichnen Sie für x gleich 5 die Pyramide ein, sowie die Höhe P1 F1. Also setzen wir hier für PNS in Abhängigkeit von x für die 5 gleich x, für x gleich 5 ein. Dann wissen wir, die Strecke P1S ist 5 cm lang, also messen wir von S aus 5 cm ab und kriegen dann hier den Punkt P1. Ich nehme jetzt auch hier eine andere Farbe, um deutlich zu markieren, dass das hier die zweite Pyramide ist. So, jetzt muss ich noch die Grundfläche und die Höhe abtragen. Erst die erste Grundfläche, das ist BCM. Das ist also meine Grundfläche noch mit der Spitze verbinden. Und jetzt brauche ich noch den Höhenfußpunkt F, wie vorhin erwähnt, von P aus senkrecht nach unten. Ja, der war jetzt daneben. Bis ich hier auf der Grundfläche lande, also ist hier mein Fußpunkt F zu finden. Soweit zu der Zeichnung. Jetzt sind wir allerdings noch nicht fertig, weil es heißt noch, berechnen Sie sodann das Maß des Winkels SP1M und das ist dieser Winkel hier. Es folgen die üblichen Überlegungen. In welchem Dreieck liegt dieser Winkel SP1M, nämlich in dem Dreieck MP1S. Man sieht sofort, es ist kein rechtwinkliges Dreieck, also werden wir auf den Sinussatz oder auf den Kosinussatz zurückgreifen müssen. Die finden wir auch wieder in der Formelsammlung, nämlich auf Seite 30 sind die beiden zu finden. Und unsere Überlegung gilt wieder, welche dieser beiden Sätze könnte denn funktionieren. Überprüfen wir es mal. Wir kennen in diesem Dreieck MP1S hier diese Strecke MS mit 11,43. Wir kennen die Strecke SP1 mit 5 cm, aber sonst ist eigentlich nichts bekannt. Ja, die Strecke MP1 kennen wir nicht und einen weiteren Winkel kennen wir auch nicht. Das sind noch zu wenig Voraussetzungen, sowohl für den Sinussatz als auch für den Kosinussatz. Überlegen wir noch eine zweite Möglichkeit. Dieser Winkel hier nebendran, also der Winkel MP1N, ist ja zusammen mit diesem orangen Winkel 180 Grad groß. Wenn wir also den berechnen könnten, würden wir auch auf diesen anderen Winkel hier drüben kommen. Aber hier haben wir ein ähnliches Problem. Wir kennen zwar MN mit 8 cm, wir kennen hier die 55 Grad, aber die NP1 kennen wir nicht. Also stehen wir auch hier im Prinzip erstmal in einer Sackgasse.
Im Prinzip wird auch der Zwischenschritt schon genannt. Nämlich wenn wir hoch ins Teilergebnis schauen, dann sehen wir, die MP1 ist gegeben mit 7,88 cm. Das ist ja diese Strecke hier. Also gehen wir jetzt einmal frecherweise her und rechnen erst die MP1 aus, weil wenn es hier angegeben ist, kann man davon ausgehen, die braucht man für irgendwas. So, MP1 liegt wieder im Dreieck MP1S, nicht rechtwinklig, wie schon erwähnt. Was kennen wir alles? Zwei Seiten haben wir schon erkannt, die dritte Seite ist gesucht. Also können wir hier vielleicht den Kosinussatz ansetzen. Ja, für den Sinussatz bräuchten wir zwei Winkel, aber der ist ja sowieso gesucht und die beiden anderen kennen wir nicht, also fällt der schon mal eher weg. Auch für den Kosinussatz brauchen wir noch einen Winkel. Das heißt, den müssen wir trotzdem berechnen. Da bietet sich zum Beispiel dieser Winkel hier an. Das ist der Winkel MSN, um das nochmal zu verdeutlichen. Warum gerade der? Wenn wir in das Dreieck gehen, MNS, dann haben wir hier einen 90-Grad-Winkel, hier 55 Grad. Also lässt sich der hier oben ziemlich einfach ausrechnen. Weil die Innenwinkelsumme ist nur 80 Grad groß, minus diese beiden Winkel ergibt dieser Winkel hier oben. Und damit hätten wir alle Komponenten für den Kosinussatz zusammen. Nämlich eine Seite, zweite Seite, dritte Seite ist gesucht und ein Winkel haben wir auch. Gehen wir ans Rechnen. Zuerst dieser Winkel MSN. Der ist gleich 180 Grad minus die beiden anderen. Hier haben wir diesen 90-Grad-Winkel drin, den trage ich gleich ein. Und der andere war der Winkel SNM. So, den füge ich jetzt hier auch noch ein. Der war 55 Grad groß. Damit bleibt für den MSN eine Größe von 35 Grad. Dann haben wir jetzt alle Sachen zusammen für unseren Kosinussatz. Wir fangen mit der Seite an, die gegenüber vom Winkel liegt. Schauen wir uns nochmal nach, welche das ist. Wenn hier oben der Winkel MSN ist, ist gegenüber die Seite MP1, die wir sowieso berechnen wollen. Also MP1 Quadrat ist gleich, und jetzt die beiden anderen Seiten des Dreiecks. Da haben wir die Seite MS Quadrat plus die Seite P1S Quadrat minus 2 mal MS mal P1S mal Cosinus des Winkels MSN. Setzen wir die bekannten Größen ein. MS, das waren die 11,43, also 11,43 Quadrat plus 5 Quadrat minus 2 mal 11,43 mal 5 mal Cosinus. Deswegen, den kennen wir auch schon, den haben wir gerade eben berechnet. So, 35 Grad. Okay, jetzt haben wir eine Gleichung, die lässt sich einerseits mit dem Solver lösen. Andererseits können wir sie auch per Hand im Prinzip. Hier muss ich MP1 berechnen, hier steht ein Quadrat drüber, das kriege ich mit der Wurzel weg. Also folgt daraus, MP1 ist gleich die Wurzel aus diesem ganzen Teil hier, 11,43 Quadrat plus 5 Quadrat minus 2 mal 11,43 mal 5 mal Cosinus von 35. Das kann jetzt fast jeder Taschenrechner ausrechnen und dann kommt für MP1 die Streckenlänge 7,88 Meter raus. So, wir sind aber noch nicht fertig, weil wir brauchen ja diesen einen Winkel da oben. Ja, diesen orangenen, der Winkel SP1M. Schauen wir aber trotzdem nochmal nach, ob uns das jetzt irgendwie weiterhilft. Durch die MP1 kennen wir jetzt alle drei Seiten des Dreiecks. Das heißt, der Kosinussatz würde wieder funktionieren. Wir haben eine Seite, zwei Seiten, drei Seiten. Winkel ist gesucht. Andererseits könnte man auch vielleicht über den Sinussatz argumentieren. Ich habe hier einen bekannten Winkel und die gegenüberliegende Seite. Und ich suche diesen Winkel und die gegenüberliegende Seite ist ebenfalls bekannt. Also man kann sich jetzt hier entscheiden, welchen dieser beiden Sätze man möchte. Vielleicht beim Sinussatz vorher noch überlegen, ob es
zwei Lesungen geben könnte. Das kriegt man dadurch raus, indem man den gegebenen Winkel anschaut und überlegt, ob er der größten Seite gegenüber liegt. Hier ist unser bekannter Winkel mit 35 Grad, der liegt der Seite MP1 gegenüber. Diese Seite MP1 ist allerdings nicht die längste Seite, die bekannt ist, nämlich die MS wäre in diesem Fall länger. Ja, wir brauchen die MS, weil die da gegenüber vom gesuchten Winkel liegt. Das ist der müssen wir nach dem Kongruenzsatz SSW nachschauen, also der Seite, der Winkel muss der größeren Seite gegenüber liegen. Und das ist hier nicht der Fall. Deswegen würde der Sinussatz zwei Lösungen rausbekommen. Einmal ja, ein kleiner Winkel und einmal dieser große Winkel hier. Da müsste man am Schluss einfach 180 Grad minus dem berechneten Ergebnis berechnen, um dann diesen Winkel hier zu bekommen. Aber die Kongruenzsätze lassen wir uns wieder beiseite. Wie gesagt, Sinussatz gibt zwei Lösungen, Kosinussatz nur eine, also nehmen wir jetzt in dem Fall den Kosinussatz. So, Winkel SP1M. Wir fangen wieder mit der Seite an, die gegenüber von diesem Winkel liegt. Das war die Strecke MS, also folgt daraus MS² ist gleich, und jetzt die beiden anderen Seiten, SP1 mal MP1 minus 2 mal SP1 mal MP1 mal Cosinus des gesuchten Winkels SP1M. Setzen wir alle bekannten Größen ein. MS waren 11,43 ist gleich SP1 waren 5 und halt hier nicht mal, sondern plus. Und MP1 haben wir gerade ausgerechnet mit 7,88. Minus 2 mal 5 mal 7,88 mal Cosinus des gesuchten Winkels. So, das kann man jetzt entweder in den Solver eintippen und berechnen lassen oder man fährt per Hand um. Ziel ist es, den Winkel SP1M auszurechnen, das heißt, der ganze Rest muss irgendwie auf die linke Seite rüber. Bei den Umformungen müssen wir erst mit den Strichumformungen anfangen. Hier sehen wir, das ist alles mit mal verbunden, das dürfen wir also nicht nehmen. Zuerst müssen wir diese beiden hier auf die linke Seite schaffen. Das bleibt und jetzt aus plus 5 Quadrat wird also minus 5 Quadrat und hier ebenfalls minus 7,8 Quadrat ist gleich. Und jetzt hier nochmal den ganzen Rest hinschreiben. Minus 2 mal 5 mal 7,88 mal Cosinus Winkel SP1M. So, als nächstes sehen wir, das ist alles mit mal verbunden. Das kriegen wir auf die linke Seite, indem wir wieder die Umkehrrechnung machen, also geteilt durch diesen ganzen Teil, der vor dem Kosinus steht. Und ich schreibe jetzt kein Geteiltzeichen, sondern nehme stattdessen die Bruchdarstellung. Das schreibe ich jetzt erstmal nochmal alles ab. So, ein Bruchstrich ist ja nichts anderes als ein geteilt durch und da kommt jetzt dieser ganze Teil vor dem Cosinus hin, also das, was links vorm Cosinus steht. Minus 2 mal 5 mal 7,88 ist gleich Cosinus des gesuchten Winkels SP1M. Jetzt muss ich noch diesen Cosinus hier wegschaffen, das funktioniert auch mit der Umkehrfunktion, nämlich dem Cosinus hoch minus 1. Ist gleich, kommt später, Klammer auf, jetzt kommt hier dieser ganze Bruch wieder rein. 11,43 Quadrate minus 5 Quadrat minus 7,88 Quadrat geteilt durch minus 2 mal 5 mal 7,88, Klammer zu, ist gleich gesuchter Winkel SP1M. So, und jetzt können wir den linken Teil einfach in unseren Taschenrechner eingeben. Und das ist dann unser gesuchter Winkel. Und der ist 123,55 Grad groß. Und damit hätten wir die Aufgabe jetzt letztendlich gelöst.